So, hallöle und schönen guten Tag hier zum dritten Teil des Februar-Livestreams. Genau, wir sind ja gerade schon Kollegen wegfahren. Das ist echt der dritte Teil erst. Erst? Willst du gerade unsere... Habe ich gar nicht so viel verpasst? Nein, das war der erste Teil, krass, bei dem du bei Wesen cool bist. Cool, also dann herzlich willkommen zum dritten Teil des Films. Wir machen heute nicht viel, also dafür bin ich aber auch zu... Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Wir geben nur das absolute Minimum. Oh, die Sitze. Ja. Und der Innenraum und alles. Und der... Diese Flüschsitze und dann Schnee draußen. Oh. Ja, und es ist schon schön kalt morgens. Auch für die, weißt du, die dicken Flüschsitze, wenn die noch so kalt sind, weil der Bus die ganze Nacht in der Kälte war. So richtig feucht kalt. So was früher, als ich frisch eingestiegen bin. Das stimmt. So, damit wir jetzt ein bisschen was gegen die Kälte tun. Gib mir eine Heizung. Heizen. Wasser, das und so. Traurigerweise, immer wenn ich jemanden richtig bockig sehe, dann denke ich mir jedes Mal, nimm dir einen Snickers. Das ist halt aber, glaube ich, echt halt dieses Kommerz. Ja, ich weiß, aber du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Jetzt, ich habe immer noch den Satz im Kopf, immer wenn du hungrig bist, wirst du zur Diva. Und es ist halt so true. Mediamarkt, ich bin doch nicht blöd. Es ist halt so true. Kegeln. Ey. So. Das Bild ist sehr verschwommen. Ey, machst du von 144p weg, machst du von Telekom-Modus auf richtige Einstellung. Eieiei, ist das jetzt schon richtig schneeig, du, das merke ich ja jetzt. Muss man beim O407 nicht die Temperatur auf kalt lassen, das heißt... Also, das hier ist genau 20 Grad. Oder so 18 bis 19 Grad. Das, was die Fahrgäste mögen, das ist die Temperatur, die... Da stellt der Thermostat auf die Temperatur, die man da quasi braucht. Oh, hier waren da viele Leute mit. Stadenlos. Die haben gesehen, dass da ein O407 ja, fährt. Ja, würde ich aber auch machen. Sonderfahrt, Junge, hier. So, hi. Mal mit euch. Einmal die Kurzstrecke. Ach, da haben wir da noch Fahrscheine hier. In welcher Welt denn? Jetzt ist der alte Mann. Ich sehe schon wieder nicht, was auf dem Bildschirm ist. Blick. Ja, hallo. Sorry. Guten Tag. Sollen Sie bitte mal ein bisschen die Heizung anmachen? Das ist ja ein Schick. Mann, jetzt sag mal, was du da hier gerade hörst. Was ist denn da am Boosten am sein? Ja, vielleicht ist das da Heizung. Wir haben noch 2 Minuten. Oder 3 Minuten. Da können wir noch richtig Temperatur auf dem Bus vielleicht. Oh, ist das schön hier. Guck mal. Oh. Also im Schnee sieht der auch so... Okay, der NG passt da jetzt nicht ganz so in das Bild, aber... Ha, ist das einfach nicht schön. Ist doch schön. Oder etwa nicht. Ja. Und seit ich einen bestimmten Film geguckt habe, immer wenn ich jemanden in der Bahn sehe, der so griesgrämig guckt, habe ich so die Stimme von dem einen Geist, da gibt es so ein Geistwesen im Ohr, da muss mal wieder jemand richtig dringend durchgekitzelt werden. Ist das so ein Disney-Film? Nein. Es gibt da nur so einen Charakter da drin, der so richtig kindlich ist. Ich kenne das nicht. Ja, es ist ein Fantasy-Film von dem her. Okay. Never Fantasie. Mind. Das wäre für die Coca-Cola Company. Nee. Doch Fantasie. Achso. Fanta R. Fanta S. Alter, Fanta ist schon echt nicht gut. Also da ist hier da Bergamotte, ja. Zitrone, Bionade schon. Zitrone, Bergamotte, Haltungsform 4, Fruchtbrause. Keine Ahnung, wie sagt man halt jetzt, dass das nicht... Biologisches Erfrischungsgetränk hergestellt durch Fermentation natürlicher Rohstoffe. Genau, das wollte ich sagen. Ich habe auch gerade sagen, Cola Du ist schon irgendwie... Also Fanta... Gibt es echt jemanden auf der Welt, der wirklich gerne die normale Fanta trinkt? Also Fanta Lem ist ja echt ganz cool. Aber die normale Fanta, mag das jemand? Ich habe früher gerne Fanta getrunken. Echt? Krass. Ja. Ich fand die Flasche aber auch immer cool.
Du meinst diese komischen grünen Flaschen, die da oben so pink zulaufen. Ja, und dann hast du so ein Röhrchen reingesteckt und da ist nicht viel außen. Stimmt, aber früher waren echt noch voll viele so Fanta-Glasflaschen. Sowas gibt's ja gar nicht mehr. Die alten Cola-Flaschen fand ich auch voll toll. Ich glaube, die leben jetzt auch teilweise zumindest wieder auf, oder? Ja, ganz viele alte Sachen leben gerade wieder auf. Ich habe gerade auch schon Klamotten. Ich habe, weißt du, wenn du viel in Zügen unterwegs bist, dann mag Züge. Siehst du so viele Kleidungsstile, die du gedacht hast, die sehen wir zum Glück nie wieder und die siehst du halt einfach wieder und denkst dir so, okay, gut. Nur die alten Busse, die sind irgendwie... Oh ja, und die alten Züge und die alten Stadtbahnen. Aber Fanta Mandarin ist doch das Normale oder ist Fanta Orange das Normale? Ich glaube, das ist Orange. Was ist der Unterschied zwischen Orange und... Also... ja, jetzt nicht so, sondern... Was ist der Unterschied zwischen einer Orange und einer Mandarine? Orange, Mandarine, Orange, Mandarine, Ja, wobei das, was man normalerweise im Laden kauft, sind der Clementinen. Also ein Großteil der Mandarinen, die man kauft, sind Clementinen. Was auch immer die arme Clementine damit zu tun hat. Ne, die klemmt sich immer irgendwo die Zähne an. Oh, Clementine. Klemme nicht dein Zeh ein. Weil dann heißt du nur noch Lementino oder was? Warum? Klemme nicht dein Zeh ein. Ja, okay. Also wenn dann Fritz Cola so von der... Das war noch grün. Ach, der Sound. Ach, das ist einfach schön. Ich hab viel zu leise, man hört immer Ich würde noch, sagen, der Unterschied ist der Geschmack. Geschmack. Steht da. Bei was denn? Ja, bei deiner Mandarine Frage. Und, ja. Ich glaube auch, dass da biologisch-technisch ein Unterschied dahinter steckt. Ja. Stuttgarter Strauß. Heio. Ich kalle Stuttgarter Strauß. Stuttgarter Straße. Achso, wer denn so wie? Ne. Max-Planck-Institut. Ist das eigentlich einfach, um die Schaltung mit Kupplung zu fahren? Nein. Ja, es ist normal. Ist halt wie ein Auto mit Kupplung zu fahren. Das Ding ist ja gleich zum Auto. Also ich sag mal, im O507 ist das Schaltgetriebeskript maximal nah an der Realität in gefühlt alles, was du in allen Spielen... in allen Simulationen dieser Welt halt haben kannst, finde ich, ist das Schaltgetriebeskript vom O507 oder halt generell von den Perutinus-Bussen mit eines der realsten überhaupt, was du in einer Simulation für dich kriegen kannst. Aber was halt immer fehlt, ist natürlich die haptische Rückmeldung jetzt von einem Kupplungspedal, wenn du den Schleifpunkt halt zum Beispiel fühlst oder sowas. Hier musst du es halt echt über Gehör machen und über, du weißt halt bei wie viel Prozent der Schleifpunkt ist zum Beispiel, aber von der Umsetzung her ist das schon extrem nah dran. Aber das ist wieder das, was wir vorher schon hatten mit dem Fahren und mit dem Gucken. Wenn du ein normales Auto gewohnt bist, wirst du riesen Schwierigkeiten haben mit dem Mangel an Rückmeldung, die du halt haptisch bekommst. Du kriegst nur eine akustische und eine visuelle Rückmeldung. Also beim Lenkrad an sich kriegst du natürlich eine haptische Rückmeldung, wenn du wogegen fährst, aber halt bei den Pedalen nicht. Und sowas fehlt. Ich habe gerade ein Ohrwurm. Leuten, von was? Sweet Clementine. Whoa, whoa, whoa. Ist das Beatles? Ja, ich glaube. Oh, jetzt können wir jetzt aber... Die machen das nicht mit Clementine, sondern mit Caroline. Weidacher Höhe. Der Ausstieg fährt Richtung rechts. Ach, so eine typische Mietshaus. Aha, Miets. Hallo. Und da Katzen. Miau. Katzenhäuser, genau. Oh, da bauen sie gerade noch ein neues Katzenhaus. Ich weiß nur, wie ich früher mal gedacht habe, dass die Bauzäune ein Performance-Problem sind. Sind sie ein Performance-Problem? Also von meinem ganz, 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 ganz alten Notebook waren die Bauzäune. Alter, so altes Römerwerk schon. Das war nicht immer mal der PC, den ich jetzt da weiter ver... das ist schon Ewigkeiten her, sicherlich schon nicht mehr. Sondern das war noch auf dem Notebook, als ich diese Bauzäune ausgebaut habe. Auf allen Teilen der Strecke, weil ich gedacht habe, dass die performance-technisch ein Problem darstellen. Was sieht's hier gerade aus? Geht's aber wohin? Da steht Neil Diamond oder DJ Ötzi. Weiß ich jetzt wirklich nicht.
Hallo? Hallo? Achso, da läuft jemand. Okay. Fahr den mal bitte aber um. Aber nee, du kannst auch mindestens mal einen Meter vorfahren oder so. Da ist auch noch Platz. Oh, jetzt kommt noch einer aus der Gegenrichtung. Guck mal, da siehst du ganz knapp durch. Josh, musstest du schon mal einen Livestream abbrechen, weil Omsi abgeschmiert ist? Das muss bestimmt sehr ärgerlich sein, oder? Naja, du musst ja nicht den Livestream deswegen abbrechen. Brichst den Livestream wenn dann ab, weil du dann komplett demotiviert bist. Wir haben schon mal Internetprobleme gehabt und mussten einen Livestream abbrechen. Ja gut, aber das passiert halt. Also Internet kannst du ja nichts machen. Also ich kann sagen, dass Omsi natürlich je nach auch welche Tagesform man halt selber gerade ist, schon auch echt nervig sein kann, wenn es halt gerade mal nicht funktioniert. Oder gibt es Tage, dass man so eine Don't Fucking Care Stimmung und man wartet dann halt, bis es wieder gestartet ist. So, es kommt halt schon auf das Mindset an, was man halt gerade hat. Aber du brichst das Mindset. Du brichst ihn ja da nicht ab, weil Omsi nicht läuft, sondern du kannst es ja wieder neu starten. Dann funktioniert es ja. Oder spielst was anderes, wenn man da Bock drauf hat. Gut, meine Grafikkarte sagt oh, zwar nein, aber... weißt du noch, aber als wir in den Streampausen das mit den Würmern Slither.io gespielt haben? Du hast immer das mit den Würmern gespielt. Ja, ich habe Slither.io gespielt. Nein, mach mal nicht. Es hat Spaß gemacht. Es gibt's nicht mehr. Als ob es Slither.io nicht mehr gibt. Nee, kannst du so, glaub, nicht mehr spielen. Warum? Könnt ihr das mal fact-checken, Chat? Ich glaube, ich habe das schon mal gesucht und es gibt's nicht mehr. Oh, I feel you. Um 4 Uhr aufstehen. Ja, du musst jetzt nicht um 4 aufstehen. Nein, aber ich kann mir vorstellen, dass es unangenehm ist und dass man sich deswegen jetzt mal verabschiedet. Dann gute Nacht. Komme morgen gut wieder raus. Bis denn. Nö, geht noch, doch gibt's noch. Ich hab das schon ewig. Also ich wollte das spielen und kam da einfach nicht dazu. Das ging nicht. Und ich war sehr traurig. Aber Agario habe ich dann gefunden. Oder Agario. Aber Agario war nie so cool wie Slither.io. Nee, Slither.io war besser. Slither. Slither. Hallo. Eine Tageskarte bitte. Boah, jetzt machen wir hier. Nehmen wir mal hier. Jetzt, kauf die doch mal im Vorverkauf, bitte. Bitteschön. Auf die Mathe-Klausur morgen habe ich jetzt auch nicht wirklich Lust drauf. Samstags, sportlich. Ich hatte auch immer samstags Mathe-Prüfung. Ja. Uni-Zeiten. Ich habe noch nie samstags. Ich schreibe die nächste Woche heute. War immer samstagmorgens. Entweder um 8 oder um 9. 8? Nee. 8? Oder 9.30 Uhr oder so. Ey, da haben die Profs auch gar keinen Bock aufzustehen. In der Kidmensa. Samstags. Ja, Samstag. Weil du sonst die Kidmensa nicht kriegst. Ja, dann schreibt das halt kleiner oder nehmt da weniger Studis an oder habt dann eure eigenen Räume. Das ist immer noch das Thema gewesen. Was soll das denn? Fahrt ihr doch mal bitte. Fahrt ihr mal los. Also die 114 bin ich gefühlt so gut wie... Also ich bin die schon mal gefahren, aber irgendwie... Erste-Hilfe-Kurs. So selten, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich kann mal hier den... Zusatzheizung ausmachen. Ja, guck mal. 6 Grad haben wir schon. Ist ja fast schon kuschelig. Es gibt mehrere Leute, die auch samstags schon Prüfungen hatten. What the fuck? Hat doch keiner Lust, auch Aufsicht zu machen und so. Ist doch Wochenende. Hey, schau mal, Samstag ist ein Werktag. Ja, ich weiß. Also der eine coole Mathe-Dozent von bei uns, der hat da immer Aufsicht gemacht. Der war cool. Der war mal da. Der coole Mathe-Dozent war cool. Das Ding ist, der war halt cool, weil er immer mit seinem Blatt Papier immer genau dasselbe immer aufgeschrieben hat, mit den Studenten zusammen gerechnet hat und dabei immer so... Der hat euch auch vorgesagt, was die richtige Lösung war in der Klausur oder was. Nein. Nee, der hat sich dann über deine Schulter gebeugt. Sind Sie sich wirklich sicher bei dem, was Sie da schreiben? Das da an der Stelle, das würde ich mir nochmal überlegen. Ach ja. Oder wenn du wirklich gebrütet hast. Fahrt doch bitte. Dann kam mal an, Rot. Trinken Sie mal was. Da fällt's leichter. Meine Güte. Der war cool. Fährt auch nix hier bei den... Ob wir hier mal aussteigen? Universität da. Warum spielt ihr beiden nicht öfter miteinander um sie? Ihr beiden seid cool.
Oh, danke schön. Ich glaube, dafür magst du Omsi zu wenig. Dankeschön. Oder mich. Nein, ich mag eins von beiden. Sehr. Wir haben viel ETS zusammen gespielt. Ja, ich würde immer wieder gerne andere Sachen im Stream spielen, aber da gibt es ja, ich sag mal, hardware-technische Restriktionen. Also das Ding ist, ich mag Omsi dafür zu wenig und ich muss sagen, ich habe bei Omsi auch immer Probleme. Den Spielspaß noch nicht gefunden. Ich werde dabei auch immer sehr müde. Genau, das heißt, bei anderen Spielen bin ich länger normal wach. Die sind auch weniger langweilig. Das stimmt nicht. Aber ja. Also ich mag Omsi. Ich mache gerne Sachen mit dir zusammen, aber Omsi fahren ist ETS, ATS ist das Beste. Warum fährst du eigentlich immer Schaltwagen? Der ganze Stream war jetzt kein Schaltwagen. Hat auch keiner Bock. Mein BWL-Prof ist deshalb auch schon vorher von der Uni gegangen. Jetzt muss jemand anders herhalten. Okay. Irgendwann, Josh, in irgendeinem Stream irgendwann dann ETS-Tour von St. Petersburg nach Barcelona. Du musstest auch an Barcelona denken. Barcelona. Ja, Harveys Kuh war schon eine wilde Zeit. Ach ja, ETS. Wie wäre es mit Gesellschaftsspielen? Das weiß ich nicht. Ich mag Gesellschaftsspiele. Dieser nette Herr neben mir nicht. Das finde ich jetzt eine pauschalisierende Falschaussage. Du spielst nicht gerne, Mensch, ärgere dich nicht. Das ist ein Gesellschaftsspiel. Machst du jetzt hier da induktive Beweise oder was? Du spielst auch nicht gerne sowas wie Halma, Schach, Dame, Mühle oder andere Brettspiele. Okay, ich habe Gesellschaftsspiele mit Brettspiele gleichgesetzt. Du spielst nicht gerne Brettspiele. Gesellschaft, Igitt, Menschen, bah. Ich habe... Bitte. Ist ja eine kurze Route, sagte Moritz. Das hier ist nicht lang. Nein, ich meine St. Petersburg. Kein Golf, sagt Moritz. Aber Moritz, ich habe so lange kein Golf mehr gespielt. Ach doch, lass mal eine Runde Golf für Friends spielen. Die sind danach keine Friends mehr. Moritz, machst du es für mich? Nee, ich glaube nicht. Uno könnt ihr wieder aus der Versenkung holen für den neuen Kanal. Bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Beweisen Sie den Wahrheitsgehalt dieser Aussage mit vollständiger Induktion. Bitte nicht. Nicht einmal Monopoly spielt Josh so gerne. Doch, Monopoly spielt er gerne. Das finde ich jetzt auch wieder nicht unbedingt korrekt. Du hast Monopoly immer toll gefunden. Ich habe jetzt jahrelang kein Monopoly mehr gespielt. Was daran liegt, dass ich mich immer geweigert habe, es mit ihm zu spielen. Oh, wir haben einen Grünpfeil. Wir können... Oh, wir können gerne nachher Golf spielen, nur bitte ohne Wegkegeln. Oder Bausen. LS. LS. Bei gerade hätte ich Bock auf Bausi. Ich hab gar nichts, Digga. Was ist denn bei euch los? Ja, also klar, schlafen könnte ich auch. Ich kann schlafen. Wollen wir mal Monopoly spielen, wenn ich da bin? Ich glaube, ich weiß, wen wir nächste Woche dann nicht dazu kriegen. Ich auch. Ich glaube, diesmal bin's nicht ich. Ja. Train Station Renovation. Da hätte ich auch Bock drauf. Ja. Aber da war ja schon, glaube ich, seit letztem August schon mal das Germany DLC halt angekündigt. Da fühle ich mich auch schon als Kunde leicht verkackeiert. Ist auch ein seltsames Wort. Seltsame Redewendung. Verkackeiert? Nee, heißt, du hast halt schlechte Eier bekommen. Heißt es nicht verkackeiert? Wie gackern? Ja. Oder wie Fäkalien? Ich glaube, du kannst beides nehmen. Ja, du kannst doch gerne mal ganz alleine kommen und dann gehen wir ganz alleine mit dir Burger essen und spielen Monopoly.
Wenn ich jetzt Hunger hätte, hätte ich sogar Bock auf Burger essen. Sind ja auch bald Ferien. Haha. Da kann der Moritz ja nochmal vorbeikommen. Das ist nicht schön. Wow. Money, das kam überraschend. Ja, wer macht um sie so? Wie auf einmal einfach da steht. Es ja, ist ein leerer Sitz und auf einmal steht da jemand. Ist halt nicht sowas wie Thermosimulator oder so. Haha, Ferien. Ja, ich kenne das. Ach, was ist dieses? Wo kann man das kaufen? Eine Handvoll Vertrauen. Ja, was ist dieses Ferien? Das ist doch dieses Urlaub, von dem immer alle reden. Vielen Dank, lieber Patrick Bräunlein. Ach, guck mal, jetzt erscheint er da. Das kann man halt lesen. Vielen, vielen Dank. Oh, vielen Dank. Dankeschön, lieber Patrick, für den besten YouTuber ever. Dankeschön. Danke. Guck mal, der wäre doch cool, wenn ich jetzt einen Schnabi-Kugelschreiber hätte. Ach ja. Wobei, vielleicht will er auch gar keinen Schnabi-Kugelschreiber. Ja, aber man kann den Leuten zumindest immer mal Schnabi-Kugelschreiber anbieten. Bei dem müsstest du dann eben doch bestimmt per Warenpost oder so verschicken. Ich gar keine Lust, da kostet Posikarten, Fragezeichen? Ja, Posikarten verschickt man ja nur als Karte. Das ist ja der Vorteil. Aber nochmal vielen, vielen lieben Dank. Ich bin mal voll erschrocken, als ich in die F2-Sicht gewechselt bin und dann Mannis Fratz direkt vor der Kamera war. Ja, also genau, es gibt schon ein paar F2-Sichten, die schon echt creepy okay, sind. Okay, ja. Dann da hab ich Urlaub der Zeit. Naja, du hast schon auch... Also, wenn man in einer Schule in einer Form beruflich tätig ist, dann sind das ja trotzdem Ferien. Also, streng genommen sind es wahrscheinlich bewegliche Ferientage, aber... Ja, okay, bewegliche, das ist ja eh nochmal das Thema mit... Ja. Wir können es auch Urlaub nennen. Kann man daraus nicht irgendwie einen lustigen Anglizismus machen wegen Your Laub oder so? Oh, du bist ein Blatt. Ich bin ein Blatt. Your Laub. Okay, fand ich das jetzt auch weniger witzig, als ich jetzt gerade ehrlich gesagt... Also wenn ich ein Blatt bin, kann der Moritz gerne vorbeikommen. Your Laub. Okay, sorry. Aber ist schon, also ein bisschen witzig, kann man... Ja. Also... Ich bin gerne ein Blatt. Dann kann ich Photosynthese. Your Laub. Boah, Blätter können Photosynthese. Was kannst du? Das ist das, was ich mich immer selber frage. Ich meine, erschaffen sie was Produktives, wenn sie Photosynthese betreiben. Auch produktive Dinge. Diesen Livestream. Boah, richtig produktiv. Hier gucken Menschen. Ach, guck mal, war es soweit vielleicht zum Beispiel. Und es gibt Menschen, die das sehr freut. Das freut mich tatsächlich. Hast du jetzt ins Ziel gestoßen, Moritz, weil ich ein bisschen da geschrappt bin oder wie? Ach, eine Winterlandschaft. Ich glaube, es lag am Urlaub. Ach so. Ach, komm, hätte gerne, wenn möglich, eine. Na klar, kriegst du eine Posikarte, wenn du das möchtest. Dingens da mit der gleichen E-Mail, die jetzt dahinter steckt, das dürfte, denke ich, irgendwie passen. Eine E-Mail an meine E-Mail, die in der Kanalinfo steht. Einfach halt ja, mit. Ja, Outlook.de, ja, das passt schon, die steht auch in der Kanalinfo jetzt. Ja. Da schickst du eine Mail mit. Wo ich die hinschicken soll. Wo wir die hinschicken sollen, genau. Und dann. Jo. Haben wir noch welche hier oder müssen wir die nicht noch sogar wo abholen? Also es kann sein, dass die Bearbeitungszeit dieses Mal ein bisschen länger ist. Okay, sehr cool. Wir haben noch ein paar Bosikarten hier. Ein paar, einen Stapel. Okay. Ja, stimmt, da kam ja auch mehr mit, als wir damals bestellt haben. Ich weiß es noch. Wir haben von hier auch schon mal eine Bosikarte versteckt. Das stimmt, aber ich dachte, das wäre so eine der letzten gewesen. Nein. Okay. Das war ich habe dir eine hingelegt. Oh, das war eine der letzten. Habe ich gemeint, nein, ich habe da noch einen Stapel hingeräumt. Was, wir haben noch einen Stapel? Ja.
Also ja, du kannst gerne einen. Ich sehe schon, wir müssen aber echt die Jaja-Kugelschreiber. Vor allem, es waren mal 100 Stück und eigentlich sind nein, das viel waren mehr angekommen. Mindestens doppelt so viel. Ja, ja. Oh, die sind immer noch da. Es sind immer noch irgendwelche da. Exklusive Posi-Karte. Mit dem Tippfehler. Nee, die heißt Posi-Karte. Genauso wie das PayPay. Ich glaube, aber PayPay habe ich auch noch nie geändert. Ja. Das ist auch was, was gleich geblieben ist irgendwie. Ach komm, jetzt Boost hopp. Zieh mal da hoch. Komm, du schaffst das. Aber wir brauchen noch was anderes als Coolies, sagt der Moritz. Ja, wie gesagt, wir stöbern einfach nochmal durch die fancy Seite. Moritz, du kommst einfach mal vorbei. Dann gucken wir. Dann machst du, guckst du. Dankeschön. Ach, bist du verrückt nochmal. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Boah, müssen wir nicht auch immer mal ein Schnabi sowas einbauen? Ja. Ach ja. Nee, wobei, wir haben noch da gar keine... Ach ja, keine Ahnung. Nee, da haben wir keinen Schnabi gemacht. Ich bin echt dafür, dass wir einen Kugelschreiber mit Schnabi gravieren oder ja. So. Und welche mit Alpakas. Ja. So. Sehr geehrte Fahrgäste, unser nächster Halt, Kalkmoor. Oh, und nochmal Oxymora. Schnabi bringt euch 3 Kassen... Tassen Kaffee vorbei. Ich kann das auch nicht lesen. Ich kann das hierher holen. Warte mal. Für mich ist das auch zu klein. Kleine Spende für die Produktion der Schnabi-Kugelschreiber-Lies. Vielen Dank, Oxymora. Danke dir. Danke. Ihr wisst, also ganz ehrlich, die Kugelschreiber, das finde ich immer eine bessere Idee, ehrlich gesagt. Ja, die Kugelschreiber finde ich wirklich muss gut. Muss mal einen Merch machen. Die Kugelschreiber finde ich schon cool. Was Kreatives, also... Nee, Schnabis wird es nicht geben. Schnabi kann nicht reproduziert werden. Ja, das stimmt. Schnabi ist nicht reproduzierbar, wie ein guter Bug-Report, wo man sagen kann, ja, kriege ich nicht mehr hin. Also, ja, guck mal, das war schon, sind wir auch schon da. Dann hätte ich einfach gesagt, guck mal, der Bus ist ein bisschen wärmer. So, kenne ich ja noch hier. Das ist schön. Ja. Oh, es ist ja bloß langsam warm. Mache ich erstmal vielen, vielen lieben Dank bei euch allen fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne. Das ist dein Haushalt. Also wäre schwierig, wenn nicht da, ich sag mal, Restriktionen existieren würden, die dir das möglich machen würden, hier zu partizipieren. Weiß auch nicht, was das sprachlicher Wirrwarr hier. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Jo, vielen, vielen lieben Dank. Oh, macht's dann gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin froh, dass ich 3 Umsi-Videos habe für nächste Woche. Wie gesagt, ein bisschen gemischt mit Train Simulator und dann sehen wir uns danach in alter Frische wieder. Macht's gut. Jo, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüssi. Tschüss. Ist die Maus so langsam?